Jetzt habe ich bei dem Rundstab ungefähr, ja, so um die Hälfte bis zur Hälfte habe ich das Ganze ein bisschen oval geschliffen. Ja, und dann habe ich hier quasi so eine Kerbe reingeschliffen am Bandschleifer. Kommt dann hier rein und fällt dann sozusagen in diese Kerbe rein und dann kann es auch nicht rausfallen. Also da müsste man nur dran ziehen. Ist an der Stelle so. Jetzt machen wir schon mal den Leim rein. Dann wird die Tasse dran gemacht und geguckt, ob alles okay ist. Ja. Tada! Genau andersrum. Jetzt werden wir das ja so mittig positionieren. Unseren Potsch, das habe ich jetzt mal ein, zwei Mal verwendet, da müsste noch jede Menge sein. So, schön satt auftragen. Am besten schön gleichmäßig dünn auftragen. Es soll überall was drauf sein, aber wie gesagt, nicht zu dick. Auf dem Holz. Sehen wir das? Ja. Dann machen wir das hier noch so einen schönen. Ohne es zu zerreißen. Ziehen wir das mal ab. Und dann müssen wir natürlich ganz vorsichtig das Ganze mittig auflegen. Die Schrift scheint auch gerade zu sein. Ist ja auch gar nicht so schlimm, mein Gott. Das ist echt nicht schlimm. So, das können wir erstmal wegwerfen. Und das heißt, auf der Verpackung steht, auf der Flasche steht, wie lange trocknen lassen. Aha. Mit Rakel gleichmäßig und glatt andrücken. 10 Minuten trocken föhnen. Auskühlen lassen. 10 Minuten trocken föhnen. Also ich habe zwar einen Heißluftföhn. Ich werde das jetzt nicht auf volle Power einschalten, also nicht hohe Temperatur. Ganz leicht. Mittlere Stufe. Dann, wie gesagt, 10 Minuten lang. So, jetzt ist das trocken. Ja, ist halt nicht mehr feucht. Man sollte aber es jetzt noch mal ein paar Minuten abkühlen lassen, weil es nämlich schön warm ist. Und wenn das nämlich soweit ist, dann werden wir mit einer Sprühflasche Wasser drauf sprühen. Und das Ganze dann mit dem Daumen, also mit dem Finger, abreiben. Ist jetzt nicht so schlimm. Ist auch nicht schlimm, dass da jetzt ein bisschen Wasser drauf ist. Das wird jetzt nachher sowieso abgewischt. Und wenn es trocken ist, nochmal schleifen und gut ist. So, man kann das natürlich jetzt ein bisschen nicht fest, sondern so, dass das Wasser aufgesaugt werden kann. Mal ein bisschen draufdrücken, einreiben. Weil das muss wirklich ganz flächig nass werden, richtig aufsaugen. Dann werden wir nachher nämlich das Ganze schön mit dem Finger abreiben. Jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich auch schön das Papier abreiben. Ja, das sieht natürlich noch nicht ganz gut aus, weil da noch eine dünne Schicht Papier drauf ist. Die muss komplett runtergerieben werden. Also das ist jetzt nichts geworden. Also die Fläche da, wo dieses Potsch, dieses Transferzeug drauf ist, ist halt versiegelt und man kann die Lasur leider nicht richtig auftragen. Das heißt, sie wird nicht an den Stellen wird es nicht aufgesaugt. Ich würde es trotzdem lassen. Das hat trotzdem irgendwie, ja, sieht meiner Meinung nach trotzdem noch gut aus. Weil das ja jetzt nicht irgendwie eckig und kantig ist. Und das sieht so aus, als wäre das gewollt. Deswegen lasse ich das. Vielleicht rede ich das einfach nur schön, keine Ahnung. Aber es ist jetzt nicht schlimm.
Coffee Shop. Liebe Freunde, es ist geschafft. Das Schränkchen steht, das Brett hängt. Tassen, Kaffeemaschine, Kaffeevorrat und dann noch mehr Kaffee dann hier in der Schublade. Viel gibt es eigentlich zu dem Projekt nicht zu erzählen. Ihr habt ja gesehen, wie es entstanden ist. Ich bin zufrieden. In der kleinen Küche finde ich das auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man alles an einem Platz hat. Dann hat man sich auch ein bisschen Platz auf der Arbeitsfläche gespart. Ja, ansonsten, wie gesagt, es ist sehr, sehr stabil. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das Ding ist echt sehr stabil. Diese Stabilität hätte ich wahrscheinlich mit den Rundstäben als Strebe hätte ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. Da hätte ich vielleicht noch zusätzlich was machen müssen und. Aber das, was ich im Kopf hatte, das hätte nicht funktioniert. So ist es mir auf jeden Fall lieber. Ja, und farblich zu der weißen Wand, der Kontrast zu der weißen Wand, finde ich eigentlich auch sehr gelungen. Das Video war natürlich diesmal ziemlich lang, detailreich, viel erzählt, viel umgeplant, anders gedacht und anders umgesetzt. Das nächste Video wird wahrscheinlich etwas kürzer sein, ein kleineres Projekt vielleicht, aber diesmal war es halt etwas länger, auch mal den Wunsch anderer Zuschauer erfüllt, weil es gibt einige Leute, die sagen, ich habe einfach viel zu viel Musik in den Videos und es langweilt und es nervt. Und diesmal habe ich gesagt, gut, keine Musik, nur wirklich auf das Projekt konzentrieren, auch mal erklären, was da gerade passiert. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der kann gerne jetzt kostenlos den Kanal abonnieren, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.